BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Wie wirkt sich Urin auf mikroskopisch kleine Fadenwürmer aus? Wie viel Wasser können sich Nadelbäume aus Nebel selbst herausholen? Und gibt es eine umweltfreundliche Alternative zu Tintenkillern? Mit diesen und ähnlichen Fragen haben sich Schüler aus ganz Baden-Württemberg befasst. 96 von ihnen nahmen in Balingen am Landeswettbewerb von Schüler experimentieren teil. Das ist die Junior-Kategorie von Jugend forscht. Die Teilnehmer dürfen dabei nicht älter als 15 Jahre sein. Am Freitag hatte die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich die Forschungsergebnisse des wissenschaftlichen Nachwuchses anzuschauen. Forschen und experimentieren mit wissenschaftlichen Methoden, ganz so wie die Großen. In der Volksbankmesse in Balingen sind die besten Juniorforscher aus Baden-Württemberg zusammengekommen. Jeder von ihnen ist bereits ein Sieger, denn um hier dabei sein zu können, muss man bereits einen der 11 Regionalwettbewerbe gewonnen haben. Es gibt regional eine Vorauswahl. Wenn jemand nicht in die Kriterien passt, dann darf er nicht teilnehmen. Es gibt also ganz klar Statuten, die man einhalten muss. Aber ansonsten nehmen da erstmal alle teil, die sich anmelden, wenn sie innerhalb der Statuten sind. Und darunter werden dann die Sieger ermittelt und hier jetzt wieder die Sieger. Wichtig ist, dass die Schüler wissenschaftlich arbeiten. Damit dies geschieht, hat jedes Team auch einen erwachsenen Betreuer. Doch Idee, Aufgabenstellung und Versuchsaufbau erarbeiten sich die Schüler selbst. Denen fällt irgendwas auf, was sie interessiert, und dann forschen sie. Und dann ist eben wichtig, dass sie das eben nicht nur spielerisch machen, sondern dann wissenschaftlich aufarbeiten, viele Versuche machen und so weiter. Die Stadt Balingen ist schon seit einigen Jahren regelmäßig Ausrichterin des Wettbewerbs. Veranstaltungsort ist die Volksbankmesse. Aus Balingen kommt auch Erika Kotscheharova. Die 12-Jährige war auf der Suche nach einer umweltfreundlicheren Alternative zum Tintenkiller. Also ich war in der 4. Klasse und habe so einen Chemiekurs besucht in der Hector Kinderakademie Balingen. Und ich habe mich schon damals für Tintenkiller und Umweltschutz interessiert. Und deshalb habe ich auch den Lehrer gefragt, ob und wie man einen umweltfreundlichen Tintenkiller herstellen könnte. Der hat leider gesagt, das ist ein bisschen schwer, noch zu schwer. Und dann, als ich ein Projekt für Jugend forscht gesucht habe, ist mir dieser Tag in Erinnerung gefallen. Ihre Testreihe mit Lami- und Pelikan-Schulfühlern ergab, am besten eignet sich Wasserstoffperoxidlösung. Für ihren Wettbewerbsbeitrag erhielt die Balingerin einen Buchpreis. Den ersten Preis in der Kategorie Biologie gab es für Anton Jelinek und Sinan Baskur. Die beiden Konstanzer stellten sich die Frage, welcher Nadelbaum am besten im Nebel Wasser durch die Nadeln aufnehmen kann und woran das liegt. Dazu haben wir diese Nadeln unter dem Binokular und dem Mikroskop untersucht und eben so feine Zackenstrukturen entdeckt. Und an diesen kann der Nebel kondensieren und die Oberfläche wird größer. Die kanarische Kiefer kann übrigens am besten Wasser aus dem Nebel filtern. Und als Landessieger in ihrer Kategorie gab es für die beiden 150 Euro. Mit diesen Würmern, sogenannten Nematoden, beschäftigte sich dieses Team aus Reutlingen und Tübingen. Die Fadenwürmer finden sich nahezu überall im Erdboden. Die Fragestellung, wie reagieren die Winzlinge auf Urin? Max-Planck-Institut gab es einen Tag der offenen Tür und da hat mein Hund einen Baum markiert und da ist auch Urin auf die Erde gekommen. Da haben wir gedacht, ob es diese Nematoden einfach stört. Die beiden Nachwuchsforscher untersuchten es im Labor und im Garten und gelangten so zu einem Ergebnis. Das Einzige, was sie jetzt wirklich besonders anziehen würde, wäre alter, zerfallener Urin. Und was den Rest angeht, das ist eigentlich denen relativ egal. Wer den Landeswettbewerb gewonnen hat, so wie diese Jungs aus Gengenbach, hat übrigens schon die höchste Kategorie erreicht. Denn einen Bundeswettbewerb gibt es nicht. Soweit die BB1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.